Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, es ist schön, dass Sie auch endlich aufgewacht sind, aber wenn Sie erst zu spät aufwachen, dann verstehe ich nicht, warum Sie so zynisch sind bei dem Thema in die Richtung der Opposition. Ja. Ich weiß ja, dass ich nicht gemeint war. Schön, dass Sie lachen, aber uns ist das ein ernstes Thema. Und wir alle kennen die Bilder von den kaputten Toiletten, von den defekten Heizungen, von den bröckelnden Fassaden, von den Wasserrohrbrüchen in den Berliner Schulen. Ja, wir haben auch Anfang dieser Woche die Demonstration der Lehrer der Carlo-Schmidt-Oberschule gesehen. Und wenn ich das sehe, dann denke ich mir, wir müssen da alle als Berliner Politik ernsthaft mit umgehen und wir sind da alle in der Verantwortung und wir sind es all denen schuldig, die jeden Tag in den Berliner Schulen das ausbaden, was Politik auch die vergangenen Jahre vielleicht falsch gemacht hat, dass wir da an der Substanz gezehrt haben, dass wir Raubbau an den Schulen geboten haben. Das sind wir all denen schuldig, dass wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und loslegen. Und das macht diese Koalition. Wir gehen einen neuen Weg, wir gehen den mutig, wir gehen den gemeinsam, wir gehen in die Offensive. Wir haben hier als rot-rot-grüne Koalition ein Milliardenpaket geschnürt, um den Sanierungsstau aufzulösen. Vielleicht ist Ihnen das nicht bewusst, aber 5,5 Milliarden Euro in 10 Jahren, das ist das größte Investitionsvorhaben Berlins seit Jahrzehnten. Und das ist, wir machen das, weil es wichtig ist, weil wir damit die Grundlage für gute Bildungspolitik und soziale Gerechtigkeit in dieser Stadt schaffen. Ja, und wenn man das ernst meint, dann muss man sich auch die Frage stellen, wie diese Schulen ausschauen. Und über ein Thema wurde mir in der Debatte heute zu wenig gesprochen. Sie reden die ganze Zeit von Schulen, als sei das nur die Summe ihrer Klassenräume, Toiletten, Brandschutzmaßnahmen und Treppenhäuser. Als wäre das nur eine funktionale Hülle, die vor unwirtlichen Witterungseinflüssen schützen soll. Aber sie sind viel mehr. Sie sind der Ort, wo unsere Kinder die meiste Zeit ihres Lebens verbringen. Und deshalb sind sie so zentral für den Lernerfolg. Ich meine, das fängt ja schon morgens beim Betreten der Schule an. Und das geht uns doch allen so. Wenn ich in einen kalten, sterilen, funktionalen Bau betrete, sinkt zugleich meine Bereitschaft zu lernen, sich zu konzentrieren und etwas zu leisten. Keine Zwischenfragen. Aber wenn ich ein Gebäude betrete, in dem ich mich wohlfühle, das mir sagt, du bist hier willkommen, dass du was leistest, dass du was lernst, dann bringe ich doch eine ganz andere Motivation mit. Und das gilt doch für Schüler und Lehrer gleichermaßen. Wir zeigen mit den Gebäuden unsere Wertschätzung. Und da werden wir liefern, nicht nur mit ein oder zwei Leuchtturmschulen, nein, sondern mit dem Anspruch, hier in Berlin die moderne Schule der Zukunft zu bauen. Und ja, Berlin steht dabei vor einer Mammutaufgabe. Wir müssen fast 80.000 neue Schulplätze schaffen. Wir müssen in die Jahre gekommene Schulgebäude sanieren. Hier schlummert eine milliardenhohe versteckte Verschuldung. Und beides machen wir mit dem Anspruch, hier in Berlin die Schule der Zukunft entstehen zu lassen. Mit den Eckpunkten digital, Ganztag, Inklusion und ökologisch. Ich will, dass man hier über die Berliner Schulen sagt, ich will hier rein und nicht, ich will hier raus. Und das wird ein immenser Kraftakt. Aber wir haben den unbedingten Willen, das zu schaffen. Und deshalb ist für uns als Koalition auch klar, intakte Schulgebäude sind eine der Prioritäten dieser Koalition. Wir gehen diesen Investitionsstau, wir gehen diesen Innovationsstau an mit mehr Geld, mit mehr Personal und mit der richtigen Struktur. Und deswegen haben wir ja auch zum Beispiel bereits im ersten Jahr in der Koalition 1200 neue Stellen für die Bezirke geschaffen. Ja, also wir sind da ja durchaus in die Offensive gekommen. Aber wie bei allen Bauvorhaben brauchen wir Fachpersonal, die neuen Schulen bauen und sanieren. Und das ist nicht einfach. Auf dem Bau herrscht gerade Hochkonjunktur und das Land Berlin ist leider noch nicht als der tollste Arbeitgeber bekannt, der er sein sollte. Aber das müssen wir alle gemeinsam ändern. Und mal ein Beispiel. Aktuell dauert alleine der Planungsvorlauf einer Schule 8 Jahre. Das sind 21 Planungsschritte. Und das ist nicht nur für uns
und für die Leute, die auf die Schule warten, nervig. Das ist doch vor allem für die Beschäftigten, die in der Berliner Verwaltung, die engagiert dabei sind, frustrierend. Dabei könnte es doch so schön sein, gute Schulen zu bauen. Und deshalb ist unser Ziel, wir müssen es schaffen, innerhalb von 3 bis 4 Jahren Schulen zu planen und zu bauen. Und dafür hat der Senat die Hobogi-Tochter gegründet. Vielleicht muss man ja auch mal ergänzend über einen Generalunternehmer nachdenken, der schlüsselfertige Schulen baut. Das bringt uns die dringend benötigten Schulplätze und entlastet die bestehenden Schulen. Wir brauchen neue und innovative Wege, damit Berlin das schafft. Sie sehen, es bedarf ja nicht nur Geld und Personal, sondern auch der richtigen Struktur, ja, um schnell die besten Schulen zu bauen. Deshalb ist auch eins der 4 Hauptprojekte dieser Koalition in der Verwaltungsmodernisierung, eine neue Kooperation für effektiven Schulbau und Schulsanierung zu schaffen. Mit den Bezirken auf Augenhöhe. Unser Motto ist Hand in Hand, Bezirke und Land. Denn wir wissen, dieses große Regierungsversprechen können wir nur mit vereinten Kräften erreichen. Und der FDP-Vorschlag, der ist genau das Gegenteil. Er zentralisiert auch da, wo die Bezirke mit anpacken können und wollen. Sei es jetzt als GmbH oder als gemeinsame Geschäftsstellen. Die Bezirke haben Lust, neue Wege zu gehen und ihre Vor-Ort-Expertise einzubringen. Und Top-Down bringt uns da nicht weiter. Vielleicht ist das ja bei Ihnen in der Partei so, dass Christian Lindner mit seinen Top-Down-Entscheidungen seine Partei führt. Da will ich mich nicht einmischen. Aber ich sage Ihnen, das Land Berlin, das muss nicht über jeden Wasserhahn oder Stromkasten entscheiden. Die Bezirke dürfen aber auch nicht mit dem Neubau von 50 Schulen alleine gelassen werden. Und deshalb haben wir das geändert. Wir setzen auf eine Infrastrukturgesellschaft, die die großen und aufwendigen Sanierungs- und Neubauvorhaben übernimmt. Und natürlich sind die Schulen dann auch weiterhin Gemeingut. Und ich wüsste auch wirklich nicht, wer das anders sieht, denn Schulen sind zentral für unsere Gesellschaft und müssen deshalb Gemeingut bleiben. Ja, liebe Kolleginnen, Sie sehen, wir schaffen hier was Neues. Unser Anspruch ist, dass wir so moderne, wegweisende Schulgebäude schaffen, dass sie auch andernorts kopiert werden. Und genau dafür braucht Berlin eine funktionierende Struktur für Schulbau. Was Berlin aber nicht mehr braucht, sind Zentralisierungsfantasien und Strukturdebatten, die nur darauf abzielen, dem Land oder den Bezirken den schwarzen Peter zuzuschieben. Denn all das wird uns nicht helfen, die Schulen zu bauen, in die wir Eltern gerne unsere Kinder schicken, in denen die Kinder und Jugendlichen Spaß am Lernen haben, in denen Lehrer und Lehrerinnen zur Höchstform auflaufen beim Unterrichten und in denen nämlich ein dritter Pädagoge das Schulgebäude zur Seite steht. Ich finde das wichtig, weil sich in diesen 10 oder 12 Jahren entscheidet, was für einen Lebensweg unsere Kinder einschlagen. Wir müssen dafür die besten Konzepte entwickeln und dann gemeinsam mit starken Bezirken bauen, sanieren, um die besten Schulen für unsere Kinder bereitzustellen. Weil es ist doch klar, die Großprojekte unserer Zeit sind keine Schlösser oder Paläste. Das sind die Schulen. Und das sind wir der nächsten Generation schuldig.